Ja, herzlich willkommen. Da habe ich doch glatt vergessen, dass das ein Let's Play Video wird. Willkommen zum Let's Play von XCOM oder im Deutschen XCOM gesagt. Ja, ich habe das Spiel schon mal angetestet gehabt und auch schon online gestellt. Den Let's Test findet ihr bei der Playlist Let's Test. Und ich habe mich entschlossen, die 8 Euro auszugeben für das Komplettpaket einem XCOM-Spiel, das früher rauskam und jetzt neu released wurde. Ja, wir beginnen mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt den Speicherstand übernommen hat von dem angespielten von der Demo-Version. Oder ob wir das Ganze noch einmal müssen machen. Ich hoffe, True Possible Existence. A2, we are alone in the universe. Or we are not, but are equally terrifying. Arthur C. Clarke. Ja, sieht ganz so aus, als wäre das Ganze nicht gespeichert worden. Nun ja, kein Problem. Dann mache ich das mal schnell im Schnelldurchlauf. Ist ja ein Tutorial. Ich breche das mal hier ab. Das breche ich auch ab. Das kennt ihr schon. Wenn ihr wissen wollt, was wir hier sehen, dann könnt ihr das beim angespielten Spieltest, beim Let's Play, Let's Test anschauen. Ich habe das schon da laufen lassen. Drum werde ich das jetzt hier nicht laufen lassen. Aber ihr lustig werdet ist nach Deutschland verlegt. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Lustig finde ich, dass es wir jetzt in Köln sind beim Demo-Version, waren wir in Hamburg. Außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Ja, wir müssen hier jetzt die ganze... Sensor, hier Big Sky. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Den NH-19. Ja. Ja, auch das versuche ich hier aufzunehmen. Nein, das ist eine Sequenz, die wir leider nicht überspringen können. Weil das Ganze, was wir jetzt machen, das hat eigentlich noch gar nicht groß was... Also, doch, hat schon was mit dem Spiel zu tun. Aber eigentlich kennt ihr das ja schon. Nun gut, wir spielen das jetzt noch einmal, dieses kleine Tutorial zu Beginn. Alles hier verstanden, Central? Verstanden, Delta. Eins nach dem anderen. Raus aus der Schusslinie und in Deckung. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Delta One, alles klar. Geh hinter den Trümmern direkt vor dir in Deckung. Ja, also alle, die das Spiel von mir angespielt, also Let's Test geschaut haben, von dem wissen schon Bescheid. Für alle anderen erkläre ich das noch schnell. Und zwar, das hier sind die Anzeigen, wie viele Züge das der Soldat noch machen kann. Gut, jetzt zu dem Fahrzeug in der Nähe. Das wird wahrscheinlich die Lebensanzeige sein und das bedeutet, dass er nur halb gedeckt ist und die Pfeile, da es ein Tutorial ist, wird alles schön gezeigt. Mit der rechten Maustaste kannst du, wenn du gedrückt hältst, den ganzen Radius anschauen, wohin das er kann laufen. Dieses Ding wird nicht viel Deckung liefern, aber besser als nichts. Geradeaus ist eine vollständige Deckung. Geht darauf hin. Und man kann es aber auch anhand von dieser Linie hier erkennen, dass man hier nicht weiter kann. Also besser gesagt, bis dahin und nicht weiter. Doch, natürlich kann er auch weitergehen. Hier ist was. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger. Weiter zum nächsten Fahrzeug für einen besseren Überblick. Yes, sir. So, mit rechts kannst du sagen, überprüfen. Er ist weit von ihrer aktuellen Position in. Was zum Teufel?
Was ist los, Delta V? Bericht! Sieht aus wie einer vom Spähtrupp, Sir. Sieht aus wie etwas... Und ist es, Delta V? Negativ, Sir. Das ist jemand anders. Dr. Wahlen, was sagt er? Er sagt... Hilfe! Der Funkspruch wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb eines Gebäudes. Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Und denkt dran, bleibt in Deckung. Wie wird auch erklärt, ein Soldat kann auch über diese Sequenz hinausgehen, braucht allerdings dann die doppelte Zuglänge, das heißt, statt einen braucht er gleich beide. Ja. Central, hier ist jede Menge Blut. Roger, sieh nach, wo es herkommt. Central, ich glaube, ich habe soeben einen aus dem Spähtrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht aus, als wäre er schon seit Wochen tot. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt ist. Wo ist Sir, ich sehe das Objekt. Er bitte Erlaubnis zur Annäherung. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen herumtreibt. Erlaubnis erteilt. Wieso muss mir jetzt die Zentrale hier bestätigen, dass ich dahin darf? Bitte melden, Soldat. Was ist es? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich kann bestätigen, dass es kein Satellit ist. Roger. Kann okay, Delta. Ihr seid fast im Gebäude. Weiter. Okay, Leute. Dann mal rein da. Rein Delta One, da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. Mach ich. In Position. Alles klar. Verstanden. Rein da und in Deckung. Und durchs Fenster. Jawohl. Delta 2, die Tür ist im Weg. Weg damit. Ja, machen wir. Verstanden. Der Kollege, der auch das Game hat, hat mir gerade geschrieben, ist ein echt cooles Game und sogar noch cooler als das allererste Game. Er war Zentrale, es auch. Wir haben Sichtkontakt. Der mich darauf hin. Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Aber nicht näher. Ich kann ihm jetzt nicht zurückschreiben. Doktor, weil versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Ich bin total in einem Let's Play drin. Er soll die Waffe fallen lassen. Ich werde es versuchen. Hallo? Können Sie mich hören? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Er scheint unter Schock zu stehen. Augen offen halten. Mir gefällt das nicht. Ja, mir auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, der Kollege muss jetzt warten. So, wir attackieren jetzt das Ganze. Nein, Spaß. Wir gehen jetzt einfach näher. Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. Ja, sei vorsichtig. Der hat auch Angst, so wie der zittert hier. Hilfe! Oh Gott! Aber eigentlich sieht er ja süß aus. Verdammt, was ist da los? Wir haben ihn getroffen! Der Zentrale ist am Boden! Eigentlich sieht er ja süß. Er ist am Boden. Delta 1 ist am Boden. Und da liegt eine Waffe. Wie geil ist das denn? Central, wir werden von mehreren X-Rays beschossen. Ich sitze in der Klemme. Heftiger Beschuss. Mist. Delta 2, du wirst auch flankiert. Such bessere Deckung. X-Rays. Okay, Delta 2, Feuer frei. Bereit machen und zum Feuer. Eingabe kannst du... Du kannst hier die Ziele so quasi auswählen mit den Pfeiltasten und
mit Eingaben kannst du schießen. Und die Waffe ist einfach saulaut. Guter Schuss. Delta IV, du kannst jetzt da raus. Los, lauf in Deckung. Jetzt wirf deine Granate auf den Feind vor dir. Mit Granaten hier auf drückt man 3. Und lieber Kollege, der schon tot ist, tut mir. Ah, ist ja schlimm. Was? Ja, jetzt darf ich. Hallo? So. Die Empfindlichkeit am Rande des Bildes ist ja wirklich extrem. So, boom! Bereit machen für ihren Gegenangriff. Und der, wo da ist, das müsste eigentlich der sein. Verdammt. Das müsste eigentlich der sein, der. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position, von der aus du den Feind flankieren kannst. Gut so. Von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Feuer! Das würde erklären, warum. So, aufgeräumt, würde ich sagen. Sandra, ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug. Ja, die heutige Technik macht's möglich, ne? Dass man außerhalb von dem Einsatz dabei sein kann und darüber entscheiden kann, wo man hin soll und was man tut. So, wir können hier unseren Stützpunkt aussuchen. Ich habe schon bei der Demo-Version gesagt, dass man hier zwei Ortschaften auswählen kann. Einmal Nordamerika und einmal Europa. Die unterscheiden sich in dem Sinne. Beide haben unterschiedliche Bonusse. Nordamerika ist gut, wenn du auf Luft- und Weltraumunterstützung oder sprich Angriffe dich konzentrieren möchtest. Das heißt, wenn du lieber Luft- und Weltraumeinheiten befehligen möchtest, die effektiver sind, dann würde ich Nordamerika als Stützpunkt nehmen, weil alle Flugzeuge und ihre Bewaffnungen kosten 50% weniger beim Kauf, Herstellung und Unterhalt. Und in Europa ist halt das Labor und die Werkstätten kostenlos, kosten 50% weniger bei Kauf und Unterhalt. Und ja, das ist eher für die Bodentruppen gedacht, für Panzerung und bessere Waffen. Und ja, es ist noch schwierig. Die in der Luft, die sind wahrscheinlich effektiver als die am Boden. Ich werde trotzdem jetzt mal Europa nehmen. Wir kommen nach Hause. Und ja, diese Einstellung. Ja, die schauen Bilder an. Woraus bestehen sie? Woraus auch immer, sie haben beinahe einen ganzen Trupp unserer besten Soldaten erledigt. Wenn sie mich jetzt entschuldigen, der Commander wartet in der Einsatzleitung. So. Ihre Technologie ist der unseren weit voraus. Dann würde ich sagen, wir haben noch viel zu tun, Doktor. Wie man es eigentlich von Aliens kennt, dass die fortgeschrittener sind als wir. Zumindest geht man davon aus. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Wo wir gerade dabei sind, in der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Dankeschön, Sir. Danke. Geh ich mal. Ja, die Base ist wirklich geil gemacht, muss ich wirklich bestätigen. Commander, zu den Kasernen. Commander, zu den Kasernen. Wirklich geil hier unten. Keine Ahnung, was hier unten ist. Ja, diverse Räumlichkeiten im Asteroid hier. Auf dem Asteroid. Wirklich geil gemacht. Ich kenne leider die Vorgänger nicht, drum kann ich nicht bestätigen, wie das war. Wir gehen jetzt mal in die Kaserne. Der Soldat erwartet Sie in der Waffenkammer. Sie befindet sich in der Kaserne.
Ich wüsste jetzt nicht, wo die Waffenkammer wäre, wenn ich die, das müsste jetzt anwählen. Darum gehe ich hier auf Soldat anzeigen. Und nur ein Soldat des Delta-Trupps ist lebend vom letzten Einsatz zurückgekehrt, Commander. Und ich denke, er hat eine Beförderung verdient. Denke ich auch, lieber Victor. Wie Sie wissen, Commander, ist jeder Soldat anders. Dieser Soldat hat eine besondere Begabung für schweres Geschütz. Da er weiterhin am Kampfgeschehen teilnehmen wird, sollten wir den Schwerpunkt seiner Ausbildung auf dieses Gebiet legen. Neue Ausbildung, Ausbildung Raketenstart. Dieser Soldat wird nun zusätzlich zu seiner Standardwaffe einen Raketenwerfer tragen. Die Aliens werden ziemlich überrascht sein. Ich auch. Oh, Dr. Valen erwartet Sie im Forschungslabor, Commander. Es scheint wichtig zu sein. Commander, in die Forschungslabore. Hab ich denn jetzt ausgerüstet? Commander, in die Forschungslabore. Nun ja. Forschungslabor, hier, anwesend. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Aber natürlich bin ich einverstanden. Xenobiologie kann ich natürlich nicht erforschen, weil mir 4 Sektoiden-Leichen fehlen. Nicht genug Ressourcen, benötigte Ressourcen, Sektoiden-Leichen. Noch benötigt 2 Stück Waffenfragmente. Normal geht es 8 Tage, Projektkosten 5 Waffenfragmente. Dieses Fragment sind alles, was von den mächtigen Alienwaffen übrig geblieben ist, die wir gefunden haben. Weitere Forschung könnte uns zu Fortschritten bei unserer eigenen Waffenentwicklung verhelfen. Oder Alien-Materie. Die Aliens scheinen Material zu benutzen, das leichter und stärker ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Eine erste flüchtige Untersuchung hat uns schon auf mehrere Ideen gebracht, wie wir die Panzerrüstung unserer Soldaten verbessern können. Aber dafür ist noch einiges an Forschung nötig. Ja, jetzt können wir entscheiden, ob wir lieber die Panzerung erforschen wollen oder eher die Waffen. Das ist immer so ein Zwiespalt. Beides ist eigentlich von Vorteil, Waffen wie aber auch Panzerung. Mit Waffen, besseren Waffen machst du natürlich mehr Schaden und dann hast du so ein 60-50 Chance. 60-40 Chance. Du kannst damit natürlich hoffen, dass du genug Kraft hast, den anderen vor dir zu töten und weiterzuleben. Aber natürlich könnte das auch nach hinten losgehen. Ich konzentriere mich jetzt mal in erster Linie auf die Waffen. Danke, Commander. Die Forschungen werden einige Zeit dauern. Wir benachrichtigen Sie, sobald wir fertig sind. Gut. Es scheint, Sie werden anderswo gebraucht. Auf Wiedersehen, Commander. Falls Sie während Ihrer Einsätze weitere Artefakte finden sollten, würde ich mich sehr freuen, Sie untersuchen zu dürfen. Natürlich. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Die müsste hier oben sein, jawohl. Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. 2 verschiedene Länder wurden gleichzeitig angegriffen. Wir können uns nur um eine Sache kümmern. Das Land, dem wir helfen, wird unser Projekt unterstützen. Aber in dem Land, dem wir nicht helfen, wird die Panik weiter ansteigen. Das ist keine leichte Entscheidung, Commander. Aber Sie müssen sie treffen. Das ist richtig. Es sind keine 2 einfachen Aufgaben. Weil die USA, die hat natürlich finanzielle Mittel, um uns zu unterstützen. Und China hat natürlich Forschungssachen und Entwicklungsphasen, mit denen sie uns unterstützen könnten. USA oder China? China oder USA? Ja, ich entscheide mich für Wissenschaftler. USA. Verstanden. Die Truppen erwarten Sie im Hangar.
Commander, bevor wir unseren Trupp entsenden, können Sie wählen, welche Soldaten dabei sein sollen. Ich habe unseren Veteranen einberufen. Mit seiner Kampferfahrung ist er auf dem Schlachtfeld von unschätzbarem Wert. Ja. Wie kann ich die jetzt auswählen? Bearbeiten. Bewaffnung. Hier können wir sehen, was die an Waffen haben. Das hat Regter und das können wir ausrüsten. Oder könnten wir ausrüsten. Aber am Anfang ist, glaube ich, alles wirklich sehr gut ausgearbeitet. Ja. Erste Mission würde ich mal so starten, wie sie sind. So, let's go nach Miami. Und ja, die Entscheidungen, die wir hier treffen, die wirken sich auf das kommende zum Einsatz, Strike One. Spielgeschehen aus. Das heißt also, je nachdem, wie du dich entscheidest, hast du... Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Alle Feinde? Wie viele Feinde sind es denn? Gut, Einsatz spielen. Der erste Einsatz ohne Tutorial. Mal schauen, wie es wird. Jo, landen. Und wie immer Übersicht schaffen. Glaube ich, das Wichtigste in dem Ganzen. Halt, Soldat. Ehe du vorrückst, wollen wir sehen, was in dem Gebäude ist. Dein Kamerad ist näher dran. Soll er sich das ansehen? Die sind da. Soto. Soto Arigato. Arigato. Gut. Jetzt mach die Tür auf. Leise, damit du dem Feind nicht deine Position verrätst. Ja, dann mach die Tür auf. Und zwar mit V. Jetzt geh drinnen in Deckung. Jetzt gehen wir drinnen in Deckung. Also das ist okay. Immer noch das. Jetzt will ich einen Mann auf dem Dach des Gebäudes haben. Schau mal, ob du darauf kommst, Soldat. Du kannst auch die anwählen so. Auf welchem Dach willst du mich haben? Wie soll ich denn da? Aha, also mit dem Mausrad nach oben kannst du. Da sind sie. Der Rest von euch rückt Richtung Feind vor und geht in Deckung. Nicht feuern, bis ich den Befehl gebe. Okay, die sehen jetzt nicht mehr so süß aus wie die anderen. So, das war also das Tutorial zu Ende. Das heißt also, wir sind jetzt auf uns selbst gestellt. Und man soll die Gegner immer von der Flanke angreifen, habe ich gehört. Wow. Das war meine Deckung, du. Was? Ich soll jetzt hier mit dem... Ja, wie... Hä? Hallo? Machst du jetzt aber gar nicht. Ja. Was soll ich denn jetzt tun? Bitteschön. Ah.
möchte aber lieber auf den da. Da habe ich eine 68. Variante und da 70. Ja, gehen wir auf den. Hab ihn weggefickt. Jawohl, weg ist er. Und hier machen wir die Tür auf. Achso, okay. Hier hin. Deckung. Gute Arbeit da draußen, Leute. Der Kommandant übernimmt nun das Kommando, während ihr den Rest des Gebiets nehmt. Wie immer werde ich euch mit taktischem Rat zur Seite stehen, falls benötigt. Und denkt daran, eure Panzerung hält nur ein paar Schüsse aus ihren Waffen aus. Also haltet die Augen offen und die Köpfe unten. Viel Glück. Das ist schwierig, wenn ich nicht weiß, wohin dass man genau muss. Ja, du bist wieder mal so weit weg. Gut, können wir hier hin. Alien-Aktivität. Gut, gehen wir runter. Wo sind noch welche? Ja, ich weiß nicht, wie groß die Map ist, drum ist es noch richtig schwierig zu sagen, von wo das jetzt der Gegner noch kommen könnte. Ja, von da vielleicht noch, vom Wasser aus. Ja, wir nehmen mal den da und gehen da mit dem dahin. Und dahin. Da ist doch irgendwas. Was ist denn da? Wo stecken die Herren da? Ja, echt, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Wo stecken die noch? Alien-Aktivität, ja wo denn? Alien-Aktivität. Wo ist noch ein Alien? Wer sucht, der findet, heißt es doch so schön. Ich suche, finde aber nichts. Bist du denn? Ich habe einen Alien umgekickt. Was ist bitte schon ein Spurtal? Feindeinsicht! Ach, da vorne sind sie. Gut, gefunden! Und jetzt können sie ins Gebäude rein. Das geht doch nicht, liebe Freunde. So, einmal in Deckung. Zweimal in Deckung. Alien-Aktivitäten. Die hauen ab. Was machen die denn? Was ist das denn? Daneben! Commander, der Raketenwerfer unseres Veteranen müsste leichtes Spiel mit den Strukturen haben, die die Aliens als Deckung nutzen. Und wenn wir Glück haben, fliegen die Aliens gleich mit in die Luft. Gesetzt den Fall, er trifft. Ja, Gesetz des Falls, dass er überhaupt, Nein! Dies wurde ein falscher Ort. Nun ja, wir versuchen jetzt mit dem Raketenwerfer... Weltpost. Ja. Aha. Ja. Taktik war noch nie mein Ding. Ist das jetzt... Sag mal, ist das... Habe ich da...
Nur einen halben Schuss. Aber immerhin ein Schuss. Bleib unten! Wenn ich jetzt da... Hallo? Wenn ich jetzt da eine... Oh, liebe Maus! Würdest du jetzt das tun, was ich möchte? Nee, willst du nicht, ne? Hi! Gut. Dann nicht! Dann nicht! Dann gehst du davor. Und zwar in Deckung. So, Granate. Nein, was machst du denn, bitteschön? Granate hier hin. Was für gute Arbeit da draußen, Strike One. Wenn Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft und die Teams erwarten ihre Befehle. Wir können sofort mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. Was war das wohl für ein guter Schachzug? Entführung durch Aliens in Miami, 9.51 Uhr abends. Getötete Aliens 4, ausgezeichnet. Verlorene XCOM. Einsatzkräfte 0, ausgezeichnet. Ja, das war's mit einem ersten Missionszug. Und ich muss sagen, war gar nicht mal so like. Gar nicht mal so schlecht, meine ich. Und das mit der Granate hat prima funktioniert. Auch wenn ich da kurze Zeit Anlaufschwierigkeiten hatte. Ja, Zug. Zugeteilte Klasse, Scharfschütze, klicke zur Beförderung. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. So. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Wir haben jetzt einen Scharfschützen. Und hier haben wir, die Sturmeinheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als Erste in den Kampf und zieht als Letzte ab. Daniel ist Stürmer. Sehr gut. Ich wusste nicht, dass wir Fußball spielen hier. So, ausgewertet. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Nur 2 Sektoidenleichen. Ich habe 4 getötet. Nun ja, okay. Commander, wir empfangen einen Funkspruch des Rats. Guten Tag, Commander. Wir wollen Ihnen zu Ihrem letzten Sieg gratulieren. Aufgrund der verschiedenen Gesuche um Unterstützung mussten Sie eine schwere Entscheidung treffen. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wie vereinbart, erhalten Sie nun Ihre Belohnung. Auf Wiedersehen, Commander. Wir hoffen, dass Sie Ihren Erfolg weiter fortsetzen können. Werden wir doch. Wir werden die ganze Erde befreien von diesen Aliens. Neues Gebäude verfügbar. Oh, Labor. Jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. Verbundsbonus plus 10% Forschungsgeschwindigkeit für jedes direkte angrenzende Labor. Benutze die Option Einrichtung bauen in der Technoabteilung, um dieses Gebäude zu errichten. Annehmen. So, Operation Spektakulärer Stab, Ratsübertragung. Der Einsatztrupp, den XCOM nach USA entsandt hat, konnte in Miami eine Entführung durch Aliens verhindern. USA ist dankbar und hofft, dass die Belohnung den XCOM Project nutzen wird. 4 Wissenschaftler. Panik macht sich in ganz Asien breit. Auch die werden wir dann auch noch. Der Rat weiß, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, Commander. Mit unseren Ressourcen ist unser Handlungsspielraum begrenzt. Unser Chefingenieur hat jedoch etwas gefunden, damit Sie die Lage besser überwachen können. Ah ja. Das Lagezentrum erlaubt die permanente Überwachung jedes Mitgliedsstaates des Rates. Wenn wir es zulassen, dass die Panik in einem der Staaten die Überhand gewinnt, wird sich das Land aus dem Rat zurückziehen und auch die finanzielle und sonstige Unterstützung einstellen. Das Vertrauen des gesamten Rates in das XCOM-Projekt kann an der primären Anzeige über dem Hauptbildschirm abgelesen werden.
Die Ingenieure nennen sie das jüngste Gericht. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Aber jetzt würde ich sagen, war's das schon mal gewesen. Richtig gutes Spiel. Hat mir bis jetzt gefallen. Das wird aber wahrscheinlich mit der Zeit noch schwieriger. Habe ich jetzt gespeichert? Habe ich gespeichert. Zurück. So, also danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten XCOM Let's Play Game dabei. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.